Ich finde den Hitler-Vergleich sehr, sehr abwegig, da die Deutschen den Gashahn aufgedreht haben und die mussten den Gashahn abdrehen. Ja, damit es nicht hier so gebrochen und so. Jetzt mach ich schon wieder Rheuma, Dicke. Soll ich euch mir das vorgestellt in 30 Jahren irgendwann? Ja, im Altenheim. Ich komme aus Lissabon, Alter. Es ist halt einfach kalt in Deutschland. Oh, ich war jetzt im Ausland. Und Mr. International. Ich schreibe schon auf Spanisch und... Sprechen die Spanisch dort in Lissabon? Nee, die sprechen Portugiesisch. Ach, Portugiesisch war es, okay. Obrigado. Ist aber nicht weit weg, oder? Ich dachte, es ist auch so... Das sind fast Nachbarn. Nicht, dass die einander invaden demnächst. Nee, ist ja unwahrscheinlich in Europa, oder? Ja. Hallo Leute, na, wir sind's. Brennpunkt Internet. Kennt ihr uns noch? Das ist die 150. Ausgabe. 150 Ausgaben, ja, das sind wirklich viel. Doch ich will Brennpunkt-Hörer sein, das ist mein Stil. Oma Gerda, wie ging dieser Rücki-Song? Ich hab's schon wieder vergessen. Oma hier, Oma da, Oma Gerda. 150 Folgen, ja. Genau. Hammer. Und wir haben uns mal wieder ein Special überlegt. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Tinko-Star und Rinko-Star. Ja. Und wir haben uns heute überlegt, wir bereiten uns mal ausnahmsweise vor. Nach 150 Ausgaben kann man das ja mal machen. Und die Vorbereitung bedeutet nicht, wir recherchieren gut. Nein, natürlich nicht. Sondern wir witzeln schlecht. Wir sind ja hier nicht gemischtes Hack oder so. Ja, wir sind Brennpunkt Internet und wir sind froh, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt reden wir wieder mit der Radiostimme. Da waren wir lange nicht. Vielleicht ist das das Special dann für die 200. Wie im Radio kenne ich nicht. Also es ist mir völlig fremd. Also, wir haben tatsächlich im Vorfeld ein paar Punchlines geschrieben. Tino hat schon ängstlich gesagt, er hat vielleicht nicht so viele wie ich. Ja, da schauen wir dann mal. Ja. Ein paar ganz böse sind dabei. Oh, das finde ich gut. Wo auch mein Verlobi gesagt hat, uiuiuiuiui, ja? Das kannst du ja nicht. Okay, tun. Da freue ich mich am meisten drauf, ja. Weil tatsächlich habe ich gar nicht so viele böse, glaube ich. Ich habe mehr so... Da wo du dir dann so an den Kopf greifst und sowas. Oh, und so. Also ich kann nur schlecht oder böse. Ja. Anderes kann ich nicht. Finde ich gut. Ich mag beides. Und ich sag ja immer, du musst die schlechten mitnehmen, sonst hast du die guten nicht verdient. Ja, das stimmt. Wer den Pfennig nicht wert, ist der Euro nicht wert oder so. Erd wert. Was ist der Euro eigentlich gerade wert? Hat er irgendwie ein Problem oder geht's ihm gut? Er stürzt ab. Denn es ist natürlich die Nachricht der Woche, ja. Es ist... Montana Black. Montana Black zieht sich zurück. Die ganze Welt ist geschockt, ja. Die EU überlegt schon Sanktionen gegen Twitch einzuleiten, um die Anreize wieder zu erhöhen, dass Montana Black zurückkommt. Ja. Es ist hart. Seitdem Montana Black sich irgendwelche Hakenkreuzaffen da gekauft hat, ging es bergab. Irgendwie ging es ihm emotional nicht so gut, nee. Ja. Ich muss gleich nochmal ein Disclaimer sagen. Montana Black ist tatsächlich eine Sache, bei der habe ich keine Punchline. Es war mir einfach nicht witzig genug. Ich dachte mir... Jetzt ist Monte genauso abgestürzt wie der gleichnamige Schokopudding. Ah, ist der abgestürzt, ja? Den gibt's, also über den redet keiner mehr. Vielleicht ist er der Grund, der Assi. Möglich, Dani Sahne ist ganz groß oder auch von Alpro und so, aber Monte ist ja ein bisschen, also der Monte-Pudding ist ja abgestürzt. Genau wie diese, hatten die nicht auch so Riegel? Nee, das war Nesquik, glaube ich, diese komischen Kakao, wie sind die denn? Die Milchschnitte, nur mit Nesquik. Mhm. War auch mal Riesending in meiner Sag Kindheit. Mir was, ja. Inzwischen gar nicht mehr. Ah, es ist Nestlé wahrscheinlich, ne? Nestlé, ja. Ja. Dann hier nochmal als allgemeiner Disclaimer. Ja, ich finde das an sich gar nicht so geil, dieses Format. So, ich habe es dir gesagt, so Heute-Show-mäßig, so Schlagzeilen und dann mit einer Punchline. Mhm. Aber genauso wird das heute ein bisschen laufen, ja. Denn wir sind vorbereitet und dann schauen wir doch mal, was ihr geneigte Zuhörer dazu sagt. Wenn ihr sagt, wir sollen das jetzt jede Folge machen, dann fickt euch und... jede Folge mit Bild aufnehmen, bitte. Ja. Schreibt mal eure besten Punchlines über diese Ausgabe in die Kommentare. Das ist auch ein Hauptproblem für mich, diese Folge gewesen. Da willst du einmal hier irgendwie Punchline-Massaker auspacken, weißt du, und schlechte Witze machen. Und dann passiert eigentlich nur eine große Sache. Und Tana Black zieht sich zurück. Genau. Ja. Da macht man einfach keine Späße drüber. Ja. Da ist die Laune einfach im Keller. Ja, und außerdem ist das ja dann auch irgendwann monoton, wenn du zu jedem kleinen Aspekt von diesem Rückzug von Montana Black dann Witz machen musst. Ist ja dumm.
Wie findest du das, dass Montana Black jetzt sagt, aus, stopp, ich hab hier, mir geht's schlecht? Dem geht's, also der muss sich wirklich jetzt mal, guck doch mal, den Leuten geht's einfach gerade nicht gut. Die sind überarbeitet, die weinen in ihre Millionen hinein. Ja. Gibt's andere Länder, denen geht's nicht so schlecht gerade. Meinst du? Nein, also einen ursprünglichen Tweet gab es von Montana Black. Melde mich auch mal. Aktuell bin ich wohl am tiefsten Punkt meines Lebens angekommen, körperlich und mental. Es sind einige Sachen passiert außerhalb des Internets. Was könnte er damit meinen? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Wahrscheinlich nicht die Ukraine. nein, und werde meine Zeit brauchen, um wieder der Alte zu werden. Wann oder wie, weiß ich gerade selber noch nicht. Danke. Aber auch sowas wie, es kann sein, dass ich erst einen Monat zurückkomme oder morgen schon wieder, keine Genau, Ahnung. das hat er hier auf Genau, auf Instagram. seine Instagram-Story hat eine Viertelmillion Zuschauer erreicht. Woher weißt du Schön, das? das steht da unten. Ich lese Zahlen. Aber das müsste er ja selber, also du kannst ja Das hat von, er ja selber ach gepostet. Steht so. ja deine Story. Ah, okay, dann kannst du kannst von fremden Leuten nicht die Zahlen sehen. Nee, Deswegen kriegst du war ich da gerade Angst? verwundert. Voll. Nicht, dass auffliegt, dass deine ganzen indischen Botfarmen da reinhacken. Habe ich wenige tatsächlich. Okay, finde ich gut. Ja, der Elefant im Raum, liebe Leute. Cesar Claudio Cesaro hat die WWE verlassen. Es muss raus. Ist das Cesaro so? hat die WWE verlassen. Cesaro, ist der gebackstabbt worden Der zufällig? Schweizer, nee, leider nicht, der Schweizer Glatzkopf hat die WWE verlassen. Jetzt kriege ich ja direkt fucking Fußballmeldungen rein auf Oh mein Handy. nein, Spiel beginnt bald. Was ist das denn? Schalke 04. Interessiert mich nicht, Mobiltelefon. Breaking News. Drecksfußball. Einmal So. über Sport gesprochen. Cesaro ist gegangen, also hat seinen Vertrag nicht verlängert. Sie konnten sich wohl nicht auf Zahlen einigen. Er hat den Big Swing quasi nach draußen gemacht, außerhalb der WWE. Und ja, das ist ein Schock gewesen für viele, weil er galt so als Good Guy und alle haben Ja, ihn klar. geliebt. Er war halt sehr gut und Das so. ist einfach Und bester Mann in der WWE gewesen. ja. Zusammen mit hier Spirangulus und Genau. Ma der Matthias Rätsel. Matthias Genau. Steinschweiger. Das war schlimm, jetzt finde ich, Naja, dieser Ausstieg. Schorle, ey, Schorle. Schölle ist aber Fußballer, oder? Ich glaube schon. Okay. Also, Ich habe noch Leute. vor dem großen Elefanten noch eine wichtige Meldung, die ich loswerden muss, und Ich habe zwar. das hinterher, diese kleinen Dinger, aber mal gucken. Ja. Und zwar Merkels Geldbörse beim Einkaufen Ach, geklaut. scheiße, stimmt, das habe ich ja auch noch gelesen und nicht aufgeschrieben. Ich Und dummer ihre Mensch. Reaktion darauf war, für diesen eklatanten Bruch des Völkerrechts gibt es keinerlei Rechtfertigung. Ich verurteile ihn auf das Schärfste. Sehr schön. Das ist dieser scharfzüngige Humor von der Merkel, Ja, genau. von dem ich immer höre. Ich würde sozusagen behaupten, es hätte sie in einem anderen Kontext gesagt, aber was ist denn sonst passiert die Woche, Ja. außer dass ihre Geldbörse geklaut worden ist? Aber ist schon witzig. Ja. Mich interessiert halt auch, ob die Person, die geklaut hat, wusste, dass es Merkel ist oder ob es ein ganz Ja, sind normaler. die alte Oma da mit Ja, dem die ist so wehrlos, Sicherheitsmann. Alter. Ja. Was sollen diese zwei schwarzen Anzugtypen da draußen machen? Beim Einkaufen, weißt du, und sie war ja sogar in Bekleidung von hier, nicht Secret Service, sondern von irgendwelchen Geheimleuten da. Und Secret Service mal kurz für unsere deutschen Zuschauer übersetzen. Geheimdienst. genau, geheimes ja wie Besteck. Und sie war halt, also kaum ist sie in Rente, passen die nicht mehr auf. Jetzt sind diese Securities dann nur am Handy wahrscheinlich an der Kasse und so, ja, Doodlejump und so, wird schon nichts passieren. Doodlejump, Zack, Alter, einmal. die sind vor 10 Jahren hängen geblieben. Die Securities von Merkel, Oder ich. wie ihre Politik. Und einmal weggeschaut, Geldbörse weg. Da frage ich mich, ist das jetzt nur Diebstahl oder auch Steuerbetrug? Weil sie ja Beides. von Steuergeldern bezahlt wird. Ja, beides. Verstehen Sie? Verstehen Sie? Also, pass auf, ich packe jetzt mal aus, ja? Ja. Ja, ich habe hier so eine fette Elefantenmeldung. Ich glaube, die müssen wir mal besprechen. Irgendwie ist da Bambule an Ja. der Ostfront, also irgendwie Silvester ein bisschen vorgezogen worden Ja. oder nachgefeiert. Ich weiß es nicht genau. Putin hat das falsch verstanden. Die Ampelregierung hat gesagt, 2022 dürfen wir alle legal kiefen und nicht Kiew. Kiefen, Ich ja. hasse alles. So wird das jetzt ablaufen, die nächste Dreiviertelstunde, Leute. Es ist wie im Dritten Reich, Tino. Es ist genau wie im Dritten Reich. Zwischen uns und dem Krieg liegen nur 600 Kilometer Polen. Ich finde den Hitler-Vergleich sehr, sehr abwegig, da die Deutschen den Gashahn aufgedreht haben und die Russen den Gashahn abdrehen. Ja, gut. Ja, doch, doch, Das war doch. der Gag übrigens, der von Leuten in meinem Umfeld als zu hart. Nee, ach, das, also ist ja so. Ja.
Ist vielleicht nicht das gleiche Gas, obwohl haben wir schon mal überlegt, Zyklon B in unsere Heizung reinzuleiten. Wissen wir es, ob es funktioniert? Oh Gott, oh Ja. Gott. Das ist geschmacklos, Leute. Triggerwarnung übrigens. Ist immer das Geile, ey. Wie Spoilerwarnung, nachdem du einen Spoiler ausgesprochen hast. Um kurz zu erklären, was passiert ist, der Putin, der Chef von Russland, hat gesagt, hier, Ukraine hat bei uns gehört, nehme ich mir jetzt zurück und schicke Truppen dahin und schmeiß Bomben auf irgendwelche Kindergärten und auf Fukushima. Nee, auf. Einfach for good measure. Warum nicht? Nee, auf, wie heißt das nochmal? Tschernobyl und so. Und will jetzt die Ukraine für sich Hat beanspruchen. er nicht gemacht, Bomben auf Tschernobyl Nein, geworfen. nein. Das wäre schon kritisch. Na, noch nicht. Aber die Amis sagen bereits, it's looking grim. Ja. Ja, verstehe. Und ich lese vor, ja. NATO verlegt Einheiten ihrer schnellen Eingriffstruppe NRF nach Osteuropa. Mit sofortiger Wirkung hat der Europarat Russlands Mitgliedschaft suspendiert und Russland darf dieses Jahr nicht beim Eurovision Song Contest teilnehmen. Die Sanktionen sind Die unfassbar. Sanktionen Ja. prasseln ein. Ja. Also natürlich, dieses ESC-Ding ist das Schlimmste von allem. Keine Frage, die hatten einen recht guten Beitrag, aber wie es halt so ist, Was war das? weiß ich nicht. Achso, Keine dumm. Ahnung. Jetzt bist du hier schon am. Ich komme hier mit meinen Punchlines durcheinander, wenn du jetzt schon auf die Sanktionen eingehst. Lass sie mal noch ganz kurz Na hinten klar. anschieben. Ja. Also Putin. Es ist so scheiße, Alter. Putin hat ja gesagt, hier Donbass und so, das sind unabhängige Gebiete. Ja. Und ich erkenne das an. Und deswegen gehe ich da jetzt hin mit einer Friedensmission. Die ganzen russischen Soldaten wissen irgendwie auch nicht so ganz, warum sie da sind, nach allem, was jetzt so rauskommt und Video-Footage, die so auftaucht. Und Putin sagt außerdem, seine Mission ist eine Entnazifizierung. Oh, da kommt mir eine Meldung rein. Das Einzige, was Putins Plan der Entnazifizierung der Ukraine aufhalten kann, ist eine starke Rechte. Zum Glück ist Vitali Klitschko schon vor Ort. Ja, hab ich so ähnlich auch geschrieben, ja. Dumm. Ich hab's hier Mann gegen Vitali, ja. Was? Mann gegen Mann? Naja, wegen Boxkampf und so, aber es Ah, ist. ja. Hätte alles verhindert werden können. Ukraine hätten kurz vorher einfach tweeten oder posten sollen. Wer uns überfällt, ist schwul. Ja, das stimmt. Tja, so einfach hätte es gewesen sein können. Ja, es sind harte Bilder. Ich muss Ja. allerdings auch dazu sagen, also für mich macht es keinen Unterschied jetzt so, also weil wir die Diskussion noch in der Telegram-Gruppe hatten, so mit Videos und so. Das hat für mich jetzt gar nicht mehr so den Reiz, weil ob das jetzt Irak ist oder Afghanistan oder Ukraine oder sonst was, die Bilder sehen eigentlich immer relativ gleich aus. Muss ich jetzt nicht unbedingt die Footage sehen, wie da jemand Raketen ausweicht oder so. Was ich aber interessant fand, ist, dass da teilweise Raketen, Blindgänger, in den Boden gerammt wurden und nicht explodiert sind. Du weißt, also dein Blindgänger, Krieg, die gehen auch nicht hoch. ja, du weißt, dein Krieg ist scheiße, wenn nicht mal die Bomben Bock haben zu Nee, explodieren. kein Bock. Aber das fand ich ganz witzig, weil das sieht dann aus wie so ein Pole Jam, der sehr beliebt im Skaten ist, wenn du so ein Poller hast, so ein Gerät, und das ist so von einem Auto zum Beispiel angefahren und dann so schräg und dann grindest du da so hoch und springst du so drüber. Ah. Und das an so einer Rakete machen, also das wäre ein Clip. Ja, ein bisschen waghalsig, würde ich jetzt mal Ja, behaupten, ja. aber es wäre ein Clip. Am Die besten. steckt da so mitten in der Straße im Fußgängerweg drin so. Liebe Leute, nicht machen ohne Helm und Ellbogenschoner. Ja, die Helme sind ja da zum Glück. In Ukraine zumindest, ja. Ja. Wir haben keine mehr jetzt. Was wollte ich denn gerade sagen? Anonymous hat sogar das Außenministerium gehackt und Russia Today. Ich sehe schon, das ist richtig schwierig, wenn ich hier das in einer gewissen Reihenfolge hier mir vorbereitet habe und wir uns da gegenseitig dann die Reihenfolgen kaputt machen. Aber ist Du okay, hast den ich kann Faktor damit Tino leben. vergessen im Ja, ich habe den Podcast. Faktor Tino Ich war vergessen. selten da die letzten Wochen, das stimmt schon. So, Anonymous schaltet sich ein und hackt russisches Verteidigungsministerium. Hab direkt meinen Teil beigetragen und die über deren E-Mails bei Roblox angemeldet. Ja. Es ist so dumm Ich wollte alles. sagen, Nee, aber es ist schon geil. es wurde gehackt, Russia Today, oder soll ich besser sagen, Russia Yesterday. Das war ja gestern, weißt du. Und Cyberkrieg, ja, finde ich hart. Nicht mal Hitler hat als sich das getraut. Ja. Ja. Hitler hatte nicht Anonymous auf seiner Und der Seite. hat auch keinen Cyberkrieg angefangen. No. Das war selbst Hitler zuwider. Ja.
Ja, aber ich finde das schon irgendwie, also zweischneidiges Schwert auf jeden Fall, weil auf der anderen Seite könnte jetzt auch Putin jederzeit sagen, ja, Anonymous, das sind doch hier die Amis und so und das als Angriff irgendwie wieder werten. Aber an sich ist natürlich insane, dass sie innerhalb von irgendwie 12 Stunden ankündigen, jo, wir machen jetzt was Ja. und dann halt hier Russia Today geht down und dann hacken die irgendwie die privaten E-Mails von den ganzen Verteidigungsleuten. Das ist Ja, schon was. dass Russland gehackt wird, ja, das wäre vor 100 Jahren unvorstellbar gewesen. Ja, durchaus. Ja. Außerdem wird gerade einer richtig hart gefeiert als Leader, als Führer, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, wie es ein Führer sein sollte. Und zwar Zelensky, der. Selenskyj, lieber Selenskylein, wann werden wir wieder beisammen sein? Wo Ja. nie wieder. Gott, oh Gott. Der ja auch in aller Munde schon vor einigen Jahren jetzt mittlerweile war. Vielleicht dir nicht ganz so, aber dieser ganze Trump-Impeachment-Fall, der hat sich ja auch komplett um die Ukraine gedreht. Und der wollte ja Zelensky primen, sozusagen, also wie sagt man auf Deutsch, bestechen und sagen: Hier, wir haben hier 400 Millionen Dollar worth of Verteidigungsmaterial. Das kriegst du aber nur, wenn du mir einen Gefallen tust. So, quid pro quo. Das war ja das große Ding und deswegen war da Zelensky auch schon in aller Munde, der ein ehemaliger Comedian war. Ach, die habe ich das gar nicht geschickt, Alter. Mad Eye habe ich es noch geschickt. Es gibt so ein Video auf YouTube, 5 Minuten lang, wie Zelensky mit seinem Penis Musik macht. Ah, Man sieht den funny. Penis nicht und wahrscheinlich macht er es auch nicht wirklich, aber das ist halt so die Ja. Comedy-Routine. Und dieser Mann steht gerade alleine quasi zwischen Russland und uns so irgendwie. Mit der Überschrift so seine Und Waffe gegen Putin. Dun, 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 dun. ja, doch. Und ja, ehemaliger Comedian, jetzt Politiker. Man möchte fast meinen, dass das eine gute Sache ist, wenn man nicht irgendwie Berufspolitiker ist und dann plötzlich an der Spitze steht. Denn ich kann mir nicht vorstellen, wie irgendwie eine Merkel vielleicht noch, aber irgendwie so ein Joe Biden, der da irgendwie an vorderster Front, und deswegen wird Zelensky jetzt gerade gefeiert, mit schusssicherer Weste in den Straßen von Kiew rum am Wandern ist und seine Live-Vlogs dreht. Yo, wir sind noch da, das Militär ist noch da, hier sind alle Premierminister noch da, wir gehen hier nicht und Warum so. Merkel nicht zutrauen, weil sie eine Frau ist? Nee, weil ich sie einfach da nicht so ganz sehe in kugelsicherer Weste. Ich glaube, da ist Deutschland zu sehr hinterher. Weil ihre Brüste das abfangen, ja? Auch. Kugeln. Nee, ich glaube, Deutschland ist da ein bisschen zu sehr hinterher, sie irgendwie zu verteidigen um jeden Preis. Und er, wie gesagt, geht jetzt als Musterbeispiel voran. Der ehemalige Comedian Zelensky bangt bereits, dass sein letzter Gag ein Stück Stoff in seinem Mund sein wird. Ja. Und nee, also der hat jetzt auch irgendwie wieder so eine UN-Sondersitzung beigewohnt, hat gesagt, es ist vielleicht das letzte Mal, dass ihr mich leben seht und so. Das ist schon insane Scheiße, die da gerade passiert. Währenddessen irgendwie die Bevölkerung untereinander sich austauscht mit Tutorials übers Internet und auch vor Ort im Radio läuft unter anderem, wie man sich Molotow-Cocktails baut. Überleg dir das mal, du schaltest hier zum Beispiel Radio Lotte ein und dann sind da so zwei Leute, die irgendwie Noch nie erzählen. gehört, aber ja. Ja, die irgendwie erzählen, ja, so baut man Molotow-Cocktail. 80% Alkohol, 20% Öl. Du musst aber aufpassen, dass er keinen Anruf bekommt und sagt, ja, ich war mal Schauspieler früher und das darfst du nicht sagen, sowas. Vielleicht, ja. Ja. Hat keiner Und verstanden, den Gag, aber ist egal. Ja, aber ich habe auch gelesen, dass Joe Biden dem Zelensky angeboten hat, ihn nach in die USA zu chartern, quasi, um ihm Asyl zu gewähren. richtig. Und was war seine Antwort? Ich Niet. brauche, ich, ja, wahrscheinlich. Nein, er hat gesagt, ich brauche keinen Fahrservice, ich brauche Raketen. Ja, wir Also können auch mit der Rakete rüberfliegen, kein Problem. Antipanzerraketen. Aber mit der Rakete rüberfliegen, die USA wahrscheinlich. Ja, nee, er will schon Antipanzerraketen. Ja. Deswegen wird er gerade vom Internet sehr als Badass gefeiert, wegen all solchen Aktionen. Aber denkst du, dass er hingerichtet wird? Dass er die Woche überlebt? Ich drücke ihm sehr die Daumen, dass er die Woche überlegt. Er Überlegt. überlegt so, was machen wir die Woche? Was gibt es morgen zum Frühstück? Nee, das ist schon ein guter Mann, muss ich sagen. Auch wenn der hat mich 50 € gekostet bei einem Circle-Quiz, weil ich da noch nicht wusste, dass er Comedian früher war. Ah, ja. Da bin ich ihm bis heute noch sauer, aber den Tod wünsche ich ihm Persönlich. nicht. Ja. Gibt's gar nicht mehr Circle Quest, ne? Ich wollte Nee. jetzt letztens mal reinschauen und Wurde von Russland invaded. ja. Der macht jetzt irgendwie Ninja Warrior oder so.
Ninja Warrior macht er. Na, dann ist er jetzt so im Social Media Team oder so. Ach so, aber der macht da nicht mit. Nee. Das würde ich ihm jetzt nicht so attestieren wollen. Nee, er ist ein Typ wie ich, so ein schmächtiger Kleiner mit Brille. Wann haben wir denn eigentlich angefangen, du schmächtiger kleiner Typ mit 40 haben wir Brille? angefangen. Okay, gut, dann ist ja ganz entspannt. Gut. Ja, es gab unter anderem auch Bilder von russischen Soldaten, die fliehen, ihre Ausrüstung zurücklassen oder sich halt weigern, bei den Kämpfen zu beteiligen, weil, wie ich gesagt habe, manche wissen einfach gar nicht, warum sie da sind. Sie denken Befreiungsaktionen, auf einmal wird hier auf Zivilisten geschossen. Und das zu sehen, das hat sehr gut geschmeckt. Das hat so sehr gut geschmeckt, dass ich mir vorstellen könnte, dass Desertieren von Dessert kommt. Schön, schön. Aber es wurden auch viele Bilder verbreitet, die offenbar Fakes waren, oder schon von vor 5 Jahren. Ja, und allen voran wieder die Bild-Zeitung, Die ne? Bild wollte ich gerade sagen, ja, die haben mir selber einen in die Ukraine geschickt, so. Wenn er echt dort ist, ja, kann auch nur ein Greenscreen sein. Aber sie haben viele Bilder geteilt und hochgeladen, die von irgendwelchen Kriegen vor 5 Jahren waren, in Angriffen in Israel oder so. Also sehr, sehr armselig. Was aber Ja, auch ich leider würde wieder. nicht direkt unterstellen wollen, dass es absichtlich passiert ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass da, Aber aber es warum ist die halt wieder? trotzdem schlechter Weil die Journalismus. wieder die schnellsten sein wollten, weißt Ja. du? Und dann hast du, muss er halt diesen Preis zahlen, als unseriös zu gelten. Und warum die Bild wieder? Und es wirft wieder so Futter in die Mühlen, Wasser in die Mühlen von diesen ganzen Querdenkern, die sagen, ja, die Medien sind manipuliert, wollen Putin nur schlecht dastehen lassen und so. Ist halt so. Ja, ich weiß nicht, selbst die Querdenker sind da sich hoffentlich ein bisschen einig, dass das nicht so geil ist, gerade da irgendwie einen souveränen Staat einfach zu invaden. Nee. Ist, ja, es ist schwierig, ne? Ich habe auch mitgekriegt, sowas von, ja, jetzt hier angekrochen kommen und sagen, das ist nicht gut, was der Putin da macht, aber vor 20 Jahren Kosovo bombardieren, toll, toll, NATO, toll. Ja, immer Und dieses. das ist halt echt, also das ist halt dumm. So. Es heißt ja Whataboutism, wenn Ja. man so auf andere verweist. Ja, was ist mit der NATO, was ist mit Joe Biden und so. Und tatsächlich sind viele querdenkende Menschen auf der Seite von Putin. Also auch der, mit dem ich manchmal noch schreibe, mein alter Bekannter aus Musik- und Schauspielzeiten, der hat mir geschrieben, dass Putin zwar kein Engel sei, aber die NATO ist ja genauso schlimm. Was war denn da mit dem Krieg und da mit dem Krieg? Und die Ukraine ist ja von Nazis besetzt, und er will die nur befreien und so. Ja, Selenskyj ist Jude und hat seinen Großvater im Holocaust verloren. Das ist halt I auch so know, eine ja. Sache, ne? Ja. Ja, da ist halt die Propagandamaschinerie in vollen Gängen, sage ich mal. Ich finde es ja schön, dass das in Russland nicht alle betrifft. Es gab ja auch demonstrierende Leute in Moskau, obwohl es zur Strafe steht, dass die Gefahr besteht, wenn du da demonstrierst gegen den Krieg, dass du verhaftet wirst oder Schlimmeres, ja. Ich fand es ja sehr schön, mal Bilder von sehr großen, wütenden russischen Mobs zu sehen, ohne zwei Schwule, die in der Mitte verprügelt werden. Ja, stimmt. Das war eine schöne Abwechslung. Und der Ukraine-Konflikt hat auch etwas bewirkt, was die deutsche Justiz nie geschafft hat. Und zwar der Rosenmontagsspaziergang wurde abgesagt in Kiew. Nein. Ja. Endlich kein Spaziergehen mehr. Wird's einen Danke, Ukraine. Rosenmontag-Sprint geben stattdessen? Gute Frage. Oder Wettlauf oder so. Keine Ahnung, was passieren wird. Jedenfalls gibt es in Köln keinen Rosenmontagsumzug. Sehr schade. Als ich das mit den Homosexuellen hier mir rausgesucht habe, ja, das ist jetzt nicht der beste Gag gewesen, ja, aber dann habe ich dann doch mal recherchiert. In einer Umfrage im Jahr 2019 unterstützten bereits 47% der Befragten die Gewährung gleicher Rechte für Homosexuelle, aber fast 60% würden nicht neben Homosexuellen wohnen wollen. Das hieß, du musst aber abwägen, ne? Also Differenzieren. Russland ist auf dem richtigen Weg, aber dauert noch ein bisschen. 2013 war es irgendwie noch richtig finster, hat sich ein bisschen was gedreht. Ja. Und ich denke auch, die Ukraine ist ja auch ziemlich homophob prinzipiell, weil ich trotzdem nicht absprechen will, dass sie ein Staat sind, der souverän ist und so weiter. Aber auch diese Homophobie ist ja in diesen ganzen Oststaaten Das sehr stark Rassismus, vertreten. Das Tino. ist die Wahrheit. Ja, eines der Highlights von den Bildern, die man so gesehen hat, war eine ukrainische ältere Dame, die zu einem russischen Soldaten sagt: Hey, ich hoffe, nee, steck dir Sonnenblumenkerne in die Hosentaschen, dass wenn du stirbst, da wenigstens was draus wächst. Ah, Also so so. von wegen hier, du bist nur noch Dünger. So. Und da frage ich mich, hat die russische Ökonomie sich auch schon mal Sonnenblumenkerne in die Tasche gesteckt? Denn egal. Ich verstehe, wo du hinaus willst. Ja.
Und auch um auf die Sanktionen zu sprechen zu kommen, Putins oder Russlands Geld wurde ja auch in vielen Staaten eingefroren. Was ja kein Wunder ist, wenn er denn das Gas abdreht, wenn es dann einfriert, weißt du, können wir nichts dafür. Stimmt, wie in Texas damals. Ja. Vor einem Jahr. Ist das nicht eigentlich bald mal wieder so weit, dass Texas zufriert und Ted Cruz flüchtet? Oh, das war voll traurig, stimmt. Das war richtig scheiße. Das war nämlich auch ein Vergleich, den ich ganz oft gesehen habe. Ted Cruz, der, nicht der Governor, was ist denn das? Der Senator. Der Senator von Texas. Der wurde halt verglichen mit Zelensky. Weißt du, Zelensky läuft mit seiner schusssicheren Weste schön durch seine Hauptstadt. Und Ted Cruz fliegt kurz bevor es kalt wird aus Texas nach Cancun, kriegt dort einen Shitstorm ab und schiebt es dann auf seine kleine Tochter. Die war's! Und diesen Vergleich fand ich sehr schön. Und auch noch mehr, neben dem ESC wurde ihnen auch das Champions League-Finale in St. Petersburg entzogen. Ja, pass auf, da gab es nämlich einen offiziellen Tweet von der, was auch immer, UEFA oder wer das da macht. Die UEFA hat den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist schlecht geschrieben, der Tweet, sind ein paar Fehler drin, fehlen Wörter. Die UEFA hat auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine reagiert und zieht St. Petersburg das Finale der Champions League. Neuer Austragungsort ist Paris, das Finale wird am 25. Mai stattfinden. Uns Deutsche nimmt das besonders mit, dass jetzt ein Ball statt Panzer nach Frankreich rollt. Ja, true, voll. Dumm, Alter. Jetzt einfach sagen sollen, jetzt erst recht, liebe Leute, kommt mal runter, wir lassen einfach machen, zweites Finale im Fußball, Ukraine gegen Russland, wer gewinnt, darf das Land behalten. Ja. Punkt. Überhaupt, warum wollen die denn in St. Petersburg Fußball spielen? Das ist doch voll kalt. Ist dann nicht kalt, ja? Haben wir denn nichts gelernt aus dem Zweiten Weltkrieg? Wahrscheinlich nicht, nee. Aber heute haben wir Tourbusse, ja, die Nazis mussten früher noch hinlaufen. Das ist ja völlig neu. Ja. Auch ein Shitstorm gab es für Sarah Wagenknecht, die Rechte in der Linkspartei, denn die hat wohl noch vor ein paar Tagen gesagt, ach, glauben Sie den ganzen Quatsch nicht, Putin will irgendwann marschieren, er will nur mit seinen Säbeln rasseln, guck mal wieder runter. Was ist passiert? Ja, so. Da haben wir uns ja zum Glück rausgewunden aus dieser Schlinge. Ne? Ja. Wir wollten nicht den Corona-Fehler machen und haben noch in der letzten Folge gesagt, da sind wieder Zuspitzungen. Was ja irgendwie vorher 8 Wochen lang passiert ist. Ja. Und wir sagen jetzt mal nicht, dass das nur sinnlose Zuspitzungen ist. Wir halten das mal für möglich, dass das da eskaliert. In meinem Backstübchen war schon so ein bisschen, also mein Hinterstübchen war schon so ein bisschen dieser Gedanke, ja komm, es ist Europa, wir haben 2022, wie dumm wäre jetzt ein Krieg und wie dumm wäre das für alle Beteiligten, ja? Ich meine, Putin ist auch angewiesen auf finanzielle Mittel der von Europa und seine Gaslieferungen und so weiter. Aber was jetzt gerade passiert, ist es, als wäre Putin irgendwie, weiß ich nicht, lebensmüde, es wäre ihm eh alles scheißegal, ich hole mir einfach jetzt die Ukraine und droht dann irgendwelchen anderen Staaten, wenn sie sich einmischen, dann die mit Atombomben zu beschmeißen, also durch die Blume, hat dann gesagt, wer sich ihm im Weg stellt, der muss mit politischen und militärischen Konsequenzen und Gegenschlägen rechnen. Das ist schon ja eine Drohung von wegen hier Joe Biden und hier auch Finnland hat er gedroht. Wenn ihr eingreift, dann gibt es halt hier ein bisschen Atom auf eure Häupter. Ja, na, ganz so genau hat er es nicht gesagt. Aber ich muss an dieser Stelle wirklich mal zu zwei Aspekten Real Talk machen. Er hat gesagt, er hat militärische und politische Folgen. Ja, es gibt ein bisschen Atom auf euch drauf. Das hat er halt nicht so durch nicht die gesagt. Blume, so wie es von Leuten interpretiert worden ist, so von Friedensexperten. Ja, nie dagewesene Konsequenzen kann halt auch heißen, dass Putin persönlich vor den Bundestag scheißt oder so. Das kann es auch. Ja, genauso ekelhaft. Also ja, ich verstehe, was du meinst und so, aber ne. Das ist ja die Angst, die auslösen will, weißt du, wenn ihr euch mir den Weg stellt. Er hat sogar Finnland gedroht, wenn sie der NATO beitreten, dass er dann auch irgendwie was machen will. Aber das wollen die ja überhaupt nicht. Aber so. Also da oute ich mich jetzt mal als selbstdeklarierter Russland-Experte und sage, dass auch Putin nicht unbedingt will, dass er mit Atombomben bombardiert wird. Und deswegen, also ja, das steht irgendwie im Raum und das ist auch eine Angst und Kuba-Krise kennen Male und so, aber ich glaube nicht, dass das, also der weiß schon, was das bedeutet, so. Hoffentlich. Und deswegen an dieser Stelle zwei Sachen Real Talk, wo ich echt von überzeugt bin. Erstens, Putin mit Hitler vergleichen, finde ich richtig schwierig.
Denn wenn Der Putin. Bart fehlt. Ja, zum Beispiel. Ich sehe das halt übelst oft im Internet. Und das finde ich wirklich schwierig, weil, wenn du Putin mit Hitler vergleichst, heißt das ja, jedes Mittel ist recht, um ihn zu stoppen. So. Weil Hitler will World Domination, ja, das Großdeutsche Reich muss auf die ganze Welt erstrecken, sich. Genauso wie mein Satzbau auch machen. Und so sehe ich das halt da eher nicht gegeben. Also, ich will das jetzt auch nicht verteidigen und in Schutz nehmen, aber aus seiner verqueren Sicht so mit, hey, hier, wir hatten ja eigentlich mal gesagt, wir machen hier unser Süppchen und die NATO rückt immer weiter vor und Das ist auch das kann richtig. man alles Ja. nachvollziehen, wenn man das möchte. Und zweiter Punkt, ach so, also dieser Hitler-Vergleich übrigens auch nicht gut, weil dann heißt es ja, wenn Hitler heute hier auf dem Vormarsch wäre, müsste man ja theoretisch direkt Bombe drauf, so rein theoretisch. Und das gilt es zu verhindern. Und das nächste ist, dass er eben nicht Hitler ist und auch dieses Narrativ von, der hat jetzt völlig den Verstand verloren, finde ich nicht so gut, weil egal wie das jetzt ausgeht, am Ende muss man ja, um das irgendwie zu klären, muss man in den Dialog treten. Und wenn man aber sagt, der Typ hat einfach den Verstand verloren, dann spricht man ja alles irgendwie ab, was eine Basis wäre, um irgendwie miteinander nochmal auf eine friedliche Einigung zu kommen, in welcher Form auch immer. Aber so muss es ja am Ende sein. Wir können ja jetzt nicht, also wir können ja nicht das Land einfach bombardieren. Wir können nicht Russland einfach überrollen. Das geht ja Man, alles nicht. nee, Man man muss ja muss irgendwie schon, diplomatisch das lösen. das ist richtig, aber man muss auch ein bisschen gucken, wie Putin reagiert, ja, wenn er das fortsetzt und nicht bei der Ukraine bleibt, auch noch andere Staaten einnehmen möchte und so weiter. Kann ja alles sein. Das sind Sachen, die sind Kann jetzt sein. nicht wahrscheinlich, aber auch nicht ausgeschlossen. Und dann musst du irgendwann mal sagen, okay, der holt sich ziemlich viel raus. Es stimmt, ihm wurde versprochen, dass die NATO sich von seinen Grenzen fernhält. Schon vor 30 Jahren wurde ihm das versprochen und es wurde einfach nicht eingehalten. Und viele andere Sachen auch, das ist alles richtig. Aber das ist halt noch keine Berechtigung, irgendwie die Krim zu annektieren Das und habe in ich die nicht Ukraine gesagt. einzumarschieren. Da kann man schon durchaus auch mal sagen, Alter, wir haben hier eine gute Diplomatie in Europa halbwegs, wir Ja. führen Verhandlungen mit dir, wieso fällst du jetzt einfach ein Land von uns, also Ich von habe uns? gesagt, wenn du mit einer solchen Seite reden möchtest, dann musst du in irgendeiner Form ihren Standpunkt verstehen. Und nicht, ja, der ist halt einfach durchgedreht. Nee, es So ist zu einfach funktioniert es nicht, da gesagt. eine Lösung zu finden. Ja. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass dieses ganze Ding mit Entnazifizierung und hier die Befreiung, dass das alles Vorwände sind. Da gibt es zum Beispiel jetzt besseren Zugang zum Schwarzen Meer oder das sind Pipelines, an denen man Interesse hat und so weiter, die dann nicht so auf dem Zettel stehen. Deswegen hätte ich vielleicht sogar als NATO gesagt, okay, die Ukraine kommt auf keinen Fall bei uns rein, weil wenn er dann immer noch weitermacht, dann steht ja schon mal fest, dass das eigentlich nicht das Problem sein kann. So, oder der Hauptmotivator. Aber ich bin kein Russland-Experte, Leute. Ich sage jetzt hier nur meine Sachen. Aber ich finde halt wirklich das ein bisschen schwierig zu sagen, ja, der ist ja einfach nur völlig durchgedreht. Nee, es Ich reicht nicht glaube, aus. der ist einfach überzeugt von seiner Position und hatte sich da irgendeine Taktik überlegt, die nicht so ganz aufgegangen ist. Denn auch China jetzt hat sich ja da ein bisschen gegen gewendet, was ein bisschen überraschend war. Ja. Die hätten sich ja auch bedeckt halten können, aber nein, sie haben gesagt, wir finden das nicht gut. Wir Habe ich sollten, gar nicht gelesen, tatsächlich. ja, Ja. die haben, das war gestern Abend noch. Ja, wenn ihr das jetzt hört, ist es übrigens auch schon wieder 24 Stunden her. Also vielleicht ist Zelensky längst tot und Russland Und hat uns Putin alle. auch. Also vielleicht sind wir jetzt auch schon eingenommen. Dann Ja. vergesst, was ich alles gesagt habe. Was wollte ich sagen? China hat gesagt, es ist nicht gut, was ihr da macht. Wow, krass. Aber, pass auf, und da denkt man natürlich, ja, warum sollten die das sagen? Die haben ja vielleicht auch Ambitionen, Taiwan einzunehmen und so ein paar andere Gebiete auch noch. Aber China sieht sich da wahrscheinlich selber eher als die Ukraine und Taiwan als Donbass, weißt du? So von wegen, ah, das ist dieses unabhängige Gebiet, aber das gehört eigentlich zu uns. Also lass uns das mal schön machen. Ja, ich sehe den Vergleich auch, aber auf der anderen Seite, wenn jetzt Russland einfach in die Ukraine einmarschiert und es für sich in Anspruch nimmt und keiner was getan hätte, ja, wie die NATO, USA und so weiter, dann sieht der China auch irgendwie wieder, offenbar ist es möglich, ein Land für sich zu beanspruchen und es passiert einfach nichts. Ja, Es macht keiner das was. ist richtig, Und jetzt kann aber. er dafür sorgen, dass sie auch sagen, Taiwan ist auch irgendwie unser Ding und das nehmen wir jetzt mal genauso ein, Aber weißt du? ich glaube es halt genau andersrum, dass sie sich dann eher halt in der Position von der Ukraine Aber sehen. China ist doch viel Auch wenn es. größer und viel mächtiger als Taiwan. Ja, also Russland theoretisch ja auch als die Ukraine. Aber da, also es geht ja nur darum, dass der Donbass ja so ein bisschen, wie heißen die, Separatisten kontrolliertes Ding ist. Sagt man so, ja. So, ja, bla bla.
Aber aus Chinas Sicht ist Taiwan das ja auch, aber gehört auch zu China, aus Chinas Sicht. Ja. So, und deswegen heißt es, ey, hier, wir müssen jetzt aber mal die Grenzen respektieren. Taiwan gehört zu uns, wink, wink. So, mein Hot Take. Deswegen geben sich, glaube ich, China nicht die Blöße und deswegen sagen die wahrscheinlich auch irgendwann, ja, dann machen wir es genauso. Ja, die haben jetzt auch schon erste Konsequenzen. Also es gibt da auch irgendwie, ich weiß nicht, die haben nicht ganz Bankkonten eingefroren, aber ich glaube, nach Russland kein Geld mehr überweisen oder irgend sowas in die Richtung. Ja, auch viele US-Banken schicken auch kein Geld mehr nach Russland, was für viele bedeutet, dass sie keinen Gehalt bekommen und so weiter. Also es wird schon sehr krasse wirtschaftliche Folgen für Russland haben und ich glaube nicht, dass Putin dann sagen wird irgendwann, oh, wird mir aber jetzt zu viel Sanktionen hier, ich gebe lieber auf. Das wird eskalieren, glaube ich. Ich Ich finde finde die Sanktionen gut, keine ja, Frage, aber ja. ich glaube, es wird die Lage nicht beruhigen. Ich finde ja echt bemerkenswert bei diesen ganzen Sanktionen, ja, dass die ganze Zeit nur über das neue Album von Taylor Swift geredet wird. Warum? Na, dieses Swift-Ding ist in aller Munde. Swift. Da Verstehe ich bist, nicht. Swift ist dieses internationale, wie heißt es denn? Swift ist eine Abkürzung für Bankenscheiß-Dings, was eigentlich jeder hier nutzt. Und Ach Russland soll ausgeschlossen. so, oh, das war jetzt sehr weitergeholt in meinem Kopf. Ja, ich weiß. Wir haben jetzt nur so viel Real Talk gemacht, ich dachte, es ist mal wieder Zeit für Shitposting. Nee, bei mir nicht. Ich habe gestern noch eine Meldung gelesen und zwar: Edeka in Kiel hat Putin Ach so, Hausverbot ja. gegeben. Ohne Spaß. Sie haben gepostet ein Bild von Wladimir in Schwarz-Weiß. Du bist ja nicht mehr willkommen. Wir wollen dich hier nicht mehr einkaufen sehen bei uns im Edeka in Kiel. Das war der letzte Tropfen im Ja. Fass. Und Jetzt. Edeka hat so keinen Humus, wenn sich sämtliche Edekas. Aber die Ukraine hat auch keinen Humus. Kann man sich einfach. Auch, egal. Gibt es den Edeka in Ukraine? Ich weiß es nicht. Ich meine einfach den Boden. Ach so. Ach so. Och Mann. Der Putin holt sich seinen Humus schon woanders. Oh, egal. Ja, aber ist witzig, ist witzig. Ist es aber irgendwie schon auch mehr eine PR-Aktion, oder? Also ich habe ja Für auch wen ist die Frage? für Putin nicht. Ich habe auch getweetet, dass ich Putin in meinem Twitch-Chat bannen werde. Ja, Also und deine Oma, ne, hast du auch meine getweetet. Oma hat, ich habe mit ihr telefoniert und sie hat gesagt: Sag mal, was hältst du von dem Krieg? Nicht mal der Bergdoktor kommt heute. Und da dachte ich mir: Oh Gott, okay, jetzt ist es wirklich ernst. Auch in aller Freundschaft wurde wohl gecancelt. Und was. Gecancelt, direkt die Show abgesagt. Warte mal, Putin macht da was. In aller Freundschaft Direkt raus. hier. Und was mich ganz hart trifft, ja, Falco ist ja 65 geworden. Der Und ist tot, der Mann. ja, er wäre 65 Der geworden. ist tot. Ja, nein, Johann Hölzel ist tot, Falco lebt. Und eigentlich wäre heute Nacht eine Falco-Nacht gewesen im ORF-Fernsehen von 20:15 bis nachts um 4, Oh wurde komplett nee. gestrichen wegen des Krieges. Oh Nur nee. Berichterstattung und Talkshows. Toll. This is why we can't have nice things. Danke dafür. Und ohne Spaß, war ich in der Falco-Fangruppe auf Facebook Na klar. und da hat jemand geschrieben: Hört euch mal das Interview an von 1993, wo Falco über Russland spricht. Und ich dachte, da war ja irgendwas, stimmt. Und er hat das so vorausgesagt. Er hat gesagt, dass Russland sich irgendwann in Bedrängnis fühlen wird Länder annektieren und Leuten drohen, Gashahn abzutreten, während die jungen Leute eigentlich Das ist doch für die genau in so Europa schade. andere Sorgen haben und junge Ja. Leute werden auf die Straße gehen, weil sie ihre Welt erhalten wollen. Der hat wohl jetzt zwar Future vorausgesagt, Alter, und diesen Konflikt gerade. Also er hat es besser noch gesagt, als ich es gerade wiedergegeben habe. Aber Aber nochmal, krass. also, vielleicht kommen wir dazu, da habe ich bestimmt auch eine Punchline zu irgendwo. Warte. Also, Russland hat auch keine Interessen daran, dass dieses Nord Stream 2-Ding nicht stattfindet. Die wollen ja. Also, den Handelspartner Deutschland finden sie schon gut. Deutschland stoppt aber die Absegnung von Nord Stream 2 mit der Begründung, der Einzige, der jetzt noch Anrecht auf Pipelines hat, ist Tony Hawk. Ja. Das Ende der Streamingdienste, ja, durch Russland Ja. und die Ukraine. Ja, die größte Sanktion kam ja seitens Pornhub, ne? Die hat alle gesperrt, Das die auch noch, stimmt. russische Bürger sind. Pornhub blockt Russen. Jetzt sind besonders die ungefickten Russen richtig gefickt. Ja, gefällt mir. Aber es ist auch eine Riesensparte, ne? So russische Pornos, habe ich mal gelesen in der Reportage, dass ja diese Kategorie Russian sehr groß ist.
Werden die auch in Russland gedreht oder ist es dann eher amerikanische Produktion? Gute Frage. Ich dachte aber, Weiß ich nicht. dass sie auch oft Russisch sprechen und auch russische Produktionen sind. Und das ist schon ein herber Schlag in die Pornoindustrie. Aber es trifft ja jetzt auch wieder die normale Bevölkerung, weißt du? Die Russen, die sich anwedeln wollen, Ja. kommen nicht auf Pornhub. Was machen die Vor jetzt? allem kommen sie nicht nur einfach nicht auf Pornhub, sondern sehen dann auch noch die Fahne von der Ukraine. Überhaupt sieht man überall nun die ukrainischen Farben in markantem Blau und Gelb gehisst. Womöglich auch für Bethesda die letzte Hoffnung, dass sich jemand erinnert, dass Fallout 76 ja noch existiert. Verstehe ich zwar nicht, aber Das sind die Farben von Fallout auch. Ah, Zufall. Ein Kriegsspiel, ja, Ja. mit diesen Farben. Eine Vorhersage. Es ist halt wirklich, ne? Fallout, da atomarer Krieg ist passiert und das ist dann die Nachkriegszeit quasi. Hoffentlich 200 Falloutet Jahre später. die Ukraine jetzt nicht. Ja. Es passiert viel. Es passiert Mehr wirklich habe ich gar viel. nicht zu Russland. Selbst So. die Taliban rufen zu Frieden auf. Außerdem wäre Samuel Koch gern olympischer Langstreckenläufer, Markus Lanz will Talkshow-Moderator werden und Robert Steinhäuser studiert jetzt Lehramt. Ja, finde ich gut. Also, du weißt wirklich, dass du richtig Mist gebaut hast, wenn die Taliban sagt, ey, mach mal bitte halblang. Weißt du noch, als die Talkontonummer hießen? Nicht Taliban. Ja, die gute alte Zeit, Ja. als sie noch nicht Afghanistan eingenommen hatten. Ja, aber die erinnern sich wahrscheinlich auch noch an diverse Auseinandersetzungen mit den Russen. Aber ich finde es schon witzig, dass die, also die haben jetzt, wie heißen die? Es gab so ein Schreiben auf Twitter, da war so ein Kreis und Wappen und so, und da stand dann die Islamischen Emirate von Afghanistan oder so, nennen die sich. Und das sah richtig schön aus mit diesen IS-Schnörkeln da, diese komische Schrift, wo man immer Angst kriegt. Na guck, na guck. Das ist doch eine tolle Und dann halt Zukunft. hier, Leute, Russland nicht so gut. Nee. Finde ich richtig gut. Mehr habe ich jetzt gar nicht zur Ukraine Na, warte und mal, warte Russland. mal. Da ist noch so viel passiert, Tino. Ja, pass mal auf. Viele Ukrainer waren von den plötzlichen Ereignissen völlig überrollt. So auch ein älterer Herr, über den und dessen Zivilauto ohne Grund mit einem Panzer gefahren wurde. Ja, Ja. Tino, da bist du platt. Hab ich gelesen, finde ich gut. Finde ich auch super. Der Mann wurde auch gerettet, von daher Er alles lebt gut. noch. Den haben sie dann so richtig aus diesem zerquetschten Auto rausgeschält, ey. Das ist Eieiei. schon insane. Die Frage ist, wer? Waren das dann die ukrainischen Menschen oder haben dann die Russen Nee, nee. geholfen? Es Vor waren allem, war das so schon gemeint? Komm. ukrainische Leute. Aber es gab auch Situationen, wo zum Beispiel ein russischer Soldat sich vor eine Mutter mit ihrer Tochter gestellt hat, um quasi Friendly Fire zu verhindern. Und beide sind gestorben und es gab da ein Instagram-Video von der Tochter, wie die da einfach vor ihr im Schnee liegen und zugeschneit werden. Das ist, also es ist schon richtig harter Shit, um jetzt auch nochmal kurz die Real Talk-Keule rauszuholen. Und ich verstehe auch, ne, hatten wir auch die Diskussion, dass für viele Leute das ein bisschen nervig ist oder so oder belastend, wenn man das halt jetzt rund um die Uhr hört. Aber also mein Standpunkt ist so, dieses kleines bisschen Unangenehme halte ich halt aus. Da geht es halt Leuten gerade richtig dreckig. Ja, das Und ich stimmt. sitze hier gerade in meiner Rheumadecke eingewickelt und sage, oh, ist doch richtig unangenehm, dass ich gerade erfahren muss, dass da Leute sterben. Und ich weiß nicht, ich finde, jedes bisschen Öffentlichkeit ist gut und wichtig. Natürlich muss man sich jetzt nicht die gewalttätigsten Videos angucken, wie auch immer wir das gehabt haben, ne? Ganz früh schon, als wir mit dem Podcast gestartet haben, so extreme Videos zu beschreiben, dass man sie nicht ansehen muss. Ja. Finde ich ganz gut. Auch von Stachy kam eine Mitteilung. Oh, Tino, es ist Krieg. Es gibt eine 10, oder? Habe ich gesagt, aber Stachy, Christchurch. Ja. Hat er nicht verstanden, leider. Ich bin allerdings nicht ganz bei einer 10. Nee? Wir haben gesagt, wenn der Dritte Weltkrieg losgeht, und so ganz sehe ich es nicht. Guck, Stachy, sag ich doch. Aber 9,5 können wir uns vielleicht darauf einigen, aber kommen wir gleich nochmal Abwarten, zu. abwarten. Noch ist es nicht erzählt, ja. Ja. Auch die Frage für mich ist eigentlich, was für Bestimmungen gelten gerade im Krieg? Also ist 2G, 2G plus oder 3G? Ja, es ist ein großes Event, ne? Da Ja, muss ne? man aufpassen. Klar, sonst kommt das Gesundheitsamt und dann wird hier Es gab auch eine, aufgelöst. es gab vielleicht auch eine Namensänderung. Sean Penn sollte sich vielleicht umbenennen in Schon Sean nach. Da. Ach so, okay, ich Denn der dachte. ist schon seit November vor Ort und dreht eine Doku über den Konflikt. Ah, Der ist quasi live im Schützengraben. Ist ja jetzt Sean awake, ja, nicht mehr Penn, sondern. Ja. Ja. Und dann
Sanktionen hatten wir hier. Selbst Japan erteilt Sanktionen. Da wird sich Putin aber umschauen, wenn er der Einzige ist, der keine PlayStation 5 bekommt. Werden die in Japan hergestellt? Ja, Sony? Waren, okay. Ach so, ob sie gut, ich weiß gar Weiß ich nicht, nicht. ob die da auch hergestellt werden, ob die made in China sind, aber ich würde Ist ja vermuten. japanisch eigentlich, wusste ich nicht, Ja, dass Sony Sony ist so. japanisch. Ah ja, okay. Das Darf man auch alles. nur auf Ungeimpfte schießen? Oder wie ist das? Ich würde gerne wissen, wie es mit den Corona-Auflagen ist. Ja, es ist schwierig. Also Maskenpflicht ist. Ja. Und Keine Helmpflicht, aber Maskenpflicht. ja, na, Helme, weiß ich nicht. Haben die Russen genug Helme? Die haben ja diese Wahrscheinlich nicht. Helmspritze nicht bekommen. Die weinen jetzt, wenn die Ukrainer sehen. Und die haben Helme. Und keine Ahnung, was ist Das es hier? Gefecht wird jetzt hier aufgelöst. Hier haben wir einen gefälschten Impfpass gefunden. Ja, kommt die Polizei. Tatütata. Übrigens glauben die Querdenker, dass der Krieg gerade nur eine Ablenkung ist. Vor was? Von was? Vor der Impfpflicht, die jetzt kommt. Kommt die denn? Offenbar schon. Echt, ja? Also sagen Ich die. dachte, jetzt ist, also es fühlt sich schon so ein bisschen an, als würde es gerade so ausklingen, weil irgendwie alle machen nichts mehr. Wir reden nicht So. mehr drüber einfach. Ja, nee, also aber viele Länder machen ja auch ganz viele Einschränkungen weg. Und auch hier irgendwie gilt ja dann gar nichts mehr ab irgendwann. Außer Maskenpflicht, glaube ich. Das kann sein. Ich kann auch Indoors. gucken, was mein Bekannter geschrieben hat letztens noch. Hat er nämlich gesagt, dass es eine große Ablenkung ist. Genau, Corona ist fake. Es gab und gibt keine Pandemie. Der Krieg ist nur Ablenkung. Die Russen stecken genauso in der Plandemie drin wie Schwab und Gates. Cool. Also Klaus Der Schwab. schickt dir ja nur sowas, Alter. Naja. Jeder Krieg ist schlecht. Nicht gut. Jeder. Ich habe Wenigstens schon diesmal. mal gesagt, ich glaube gar nichts. Ich schicke mir tausend Sachen, an die er glaubt, weißt du. Ja. Aber egal, es ist nur eine Ablenkung von der Corona-Show. In 2 Wochen wird der Bundestag die Impfpflicht für alle durchwinken. Dann kann der Völkermord richtig beginnen. Wahrscheinlich wird die AfD als einzigste politische Kraft dagegen stimmen. Einzigste geschrieben, Ist direkt aber löschen auch den egal, wir Mann. sind jetzt schon keine Menschen mehr. Schönes Faschingswochenende oder so. Gott, Das ist mein Alter. Bekannter, ja. Ja, da hat man ein richtig glückliches Leben, wenn man sich so tief in eine Bubble reingräbt. Wie es halt so ist. Ja, jetzt haben wir aber echt viel. Ich muss noch ein paar Punchlines zu anderen Themen loswerden. Ja, Wir haben gerne. viel über diese Krise geredet. Es gab dann noch die Situation mit der Insel, wo dann irgendwie, das ist so ein Meme im Internet gerade, die sind irgendwie gesprengt worden auf, ich weiß nicht, irgend so eine Insel am Anfang der Ukraine oder so. Und die haben gesagt, fuck you, Russian Aircraft. Und das wird jetzt zu Tode gemimt. Aber ja, wir drücken mal die Daumen, dass, wenn die Ausstrahlung ist, vielleicht der Krieg vorbei ist. Hoffentlich. Und Ja. Zelensky noch lebt, ist ein guter Mann. Mit seinen 44 Jahren. Auch wieder ein Zeichen dafür, dass vielleicht nicht nur 80-jährige Leute Politik machen sollte, vielleicht Nicht Obergrenze, nur. Ja. 65 Jahre oder sowas. Ich würde schon 70 als Obergrenze sagen. Nee,75, ja, es ist 70. schon. Ach, 70. 70, okay. Ja. Ja, okay. Wer noch nicht ganz 70 ist, ist Katja Krasavice. Was haben die gemacht? Die hat ein Musikvideo veröffentlicht, schon vor 2 Wochen eigentlich. Mhm. OnlyFans. Aber jetzt gab es halt Ärger von Peter. Weil sie in dem Musikvideo hat sie nämlich Katzen so, oder nee, so? Hasen Ah eingefärbt. ja, Mit Hasen. irgendwelcher Lebensmittelfarbe oder Ja. irgendeiner anderen Farbe. Und Entwarnung, sie hat die Hasen rausgeschnitten aus dem Video, neu hochgeladen und die einfach jetzt als Catering abgerechnet. Peter ist zufrieden. Als Catering. Ja, die Hasen. Hat sie die gegessen? Nein, das war jetzt der Gag gerade. Ach so. Entwarnung. So, ich dachte, das hat, ey, weil die so dumm ist, dachte ich, weißt du. Okay, gut. Sorry, Tino, dass Alles ich dir den gut. jetzt versaut habe, Ich habe doch weil gesagt, ich Katja einfach nicht alles zutraue. ich kann nur schlecht und böse. Ja, okay. Und ja, sie ist ja offenbar auch Vegetarierin oder Veganerin sogar, Katja. Und ich habe auch den Song noch gar nicht gehört, OnlyFans. Ich fand die ersten Songs geil, hier dicke Lippen, Sextape und Doggy-Style, fand ich richtig, Doggy, fand ich geil. Mal gucken, was sie jetzt Doggy rausgehauen fand ich hat. nur meine Coverversion geil, weil die doppelt so schnell war. Kenne ich Und dann gar nicht. geht's. Gib mir Doggy, gib mir Doggy, gib mir Doggy. Das ist dann schon geil. Ah. Ja. Das ist irgendwie Doggy, ranzige Männer-Coverversion oder sowas. Egal. Und die Frage war, was war aufgeblasener, der Skandal oder Katjas Lippen? Ja. Doch. Ah, gut, Tino. Elden Ring ist endlich draußen. Bestbewertungen kriegt es überall. Na Gerade endlich. rechtzeitig, wenn es nervig wird, täglich Leitkampf und Elend zu sehen, bekommen wir angenehme Ablenkung in Form von digitalem Leitkampf und Elend. Ja, schön. Zugegeben, die einzig Unschuldigen, die hier zu Schaden kommen, sind die an die Wand zerschellenden Controller. Ja. Nun, ja, Schönes Elden Spiel. Ring. Hast du gesehen? Na klar.
kennst dich aus. Da hast du schon noch, durch? Muss man noch Ringe werfen auf die Gegner. Genau. Das ist dieses, so musst du so treffen auf so einen Stab. Denn also Erektion dieser Soldaten, da musst du so Ringe draufwerfen, dass die halt so da drin bleiben. Ja. Cooles Spiel. Ab 18 leider. Also Elden Ring ist ein neuer Teil in der From Software-Riege, in der Soulborne-Reihe, ja, also Demon Souls, Dark Souls 1, Die 2, machen guten 3. Senfborn, aber ihre Spiele mag ich nicht. Ja. wie heißt das andere hier? Das Asiatische da? Kung Sekiro, Fu. Shadows Die Achso. Twice. Bloodborne. Sagt ja alles nichts. Nein. Und das Babyborn jetzt, kenne ich das als ist. Kind noch. Ja, kommt dann als nächstes. Und das ist der nächste Eintrag in diese Reihe. Ist ein schönes Spiel, scheinbar, also rein optisch. Mich zieht es da jetzt noch nicht so hin. Früher oder später werde ich es bestimmt mal spielen. Aber es heimst sowas von die Bestwertungen ein. Gerade bei Metacritic steht es bei 98% Das heißt von ja voll 100. viel, krass. Das kann sich natürlich noch drehen, aber ich glaube auch unter den Spielern ist es sehr, sehr beliebt. Beteiligt ist unter anderem auch der Autor von Game of Thrones. Der hat nämlich irgendwie keinen Bock, seine eigenen Bücher fertig zu schreiben. Der macht jetzt andere Oh Projekte. ja, Martin. Genau, dieser Pirat da. Genau. Und Ist es der? das ist der, ja. Ah, krass, okay. Das wusstest du James jetzt noch. Das Martin. wusstest du, obwohl das kein Wrestler ist. Ja, Bei krass, seiner Statur könnte er aber einer sein. Oder ne? ein Sumo-Ringer. Ja, so ein Big Show oder so, ja. Ja. Viscera. Nee, ist echt krass. Also GTA 4 hatte zuletzt so eine krasse Wertung mit 98 von 100. Und würde ich ehrlich gesagt widersprechen. Ich finde GTA 4 weniger geil als San Andreas und GTA 5. Aber ich verstehe es, wo es herkommt, weil es San halt ernst und Andreas so. ist voll geil. Ja. Ich sag ja, GTA 4 ist schlechter. Ach, umgekehrt, Ja. okay, ja. Naja, egal. Kann man auch so normale Spiele bewerten, wie jetzt Mensch ärgere dich nicht und so? Bei diesen ganzen. Das weiß ich nicht Oder genau, Schach? aber du schlägst da eine Kerbe, die ich neulich im Streamer vorgeschlagen hatte. Eine Website, auf der man alles bewerten kann. Einfach alles. Also zum Beispiel laufen. Fivestar.com kann die heißen. Zum Beispiel. Gibt's die oder? Das hat aber schon mal im Podcast Kann sein, besprochen, dass ich das oder? schon mal hier gesagt habe, Ja. weil ich finde die Idee nach wie vor gut. Oder Sex? Naja, geht so. Ja, Nicht genau. empfehlenswert. Ja, laufen oder joggen oder rennen oder schwimmen oder riechen, weißt du? Und dann, das würde mich sehr interessieren, was die Leute so für Reviews dazu schreiben. Ich habe gestern Scheiße gerochen, 4 von 5. Gabel in die in Toaster. Ne. Ja, keine gute Erfahrung gemacht. Ja, sowas zum Beispiel. Gehe ich mit. Gut, während in der Ukraine der Konflikt noch weiter am Pulsieren ist, wurde in Kanada der Konflikt gelöst. Der Konflikt um den Freedom-Konvoi, Ah ja, das waren ganz der viele das. Trucker und Truckerinnen, die haben sich da aufgebäumt gegen die Regierung, die Maßnahmen, Genau. die Corona-Maßnahmen. Naja, ursprünglich war es schon eher so das Trucker-Ding, aber wurde halt so ein bisschen eingenommen von diesen ganzen Schwurblern. War Also klar. ursprünglich war es schon, soweit ich weiß, eher vernünftigere Leute, die halt Probleme hatten jetzt bei der Einreise und so. Aber egal. Infolgedessen hat Trudeau gesagt, also hat er das Kriegsrecht da, irgendwie, nicht das Kriegsrecht, das Notstandsrecht oder irgendwie sowas ausgerufen und hat dann gesagt, jetzt können wir die Konten von den Demonstranten da einfrieren lassen, weil die seit 2 Wochen unsere Städte hier, vor allem Ottawa, terrorisieren und die Leute nicht schlafen können, weil es die ganze Nacht durchgehupt wird und sowas. Infolgedessen hat Elon Musk Justin Trudeau mit Adolf Hitler vergleicht. Und ich glaube ihm da Verglichen. auch. Verglichen, ja. Ja, das passiert, wenn man seine Scheiß-Gags ablesen muss. Also, Elon Musk vergleicht Justin Trudeau mit Adolf Hitler. Und ich glaube ihm da auch. Er als Goebbels von Tesla muss es ja wissen. Ja. Der Vergleich hinkt ein bisschen, aber Ja, also wie das mit Goebbels. Hitler, ja, das mit Hitler zu vergleichen, ist halt schon ein bisschen dumm. Aber generell, also er hat das nicht einfach so gemacht, sondern in so einem Meme-Bildchen. Und das ist, für mich ist das so ein bisschen wie bei Philipp Amthor, der sein Meme embraced, so, das ist dann halt irgendwie echt Panne. So, haha, hier, ich bin der Meme-Lord, guck mal hier, Shitpost auf Twitter. Ich weiß nicht. Die Flucht Naja. nach vorne kann manchmal helfen. Ja, aber eine positive Nachricht gab es noch aus Nordamerika, nämlich 3 weitere Officers of the Law im Falle von George Floyd. Ja, nicht die Hauptperson mit dem Knie, der ist ja vor 10 Monaten schon Und verurteilt die worden oder Zuschauer sowas. quasi. Ja, die drumrum. Genau. Die wurden jetzt auch verurteilt und die gönnen sich jetzt im Knast mal eine Atempause. Ja, schön. Ja. Wenn nicht, nichts tun bestraft wird. Ja. Auch noch eine Meldung der Woche und zwar
Die Fischstäbchenpizza kommt raus. Nein. Bisher musste man diese Geschmackskombination mit Dominos und Kuningolos genießen. Jetzt gibt es Restaurantepizza mit Fischstäbchen. Schön. Doch, was sag ich mir, Rücki hat mir neulich erzählt von veganer Thunfischpizza. Ja, hat er mir auch empfohlen, ja. Wild. Bei Lidl, glaube ich, oder so. Ja, und dann hat er aber gesagt, gibt's da nicht, also kann ich dir hier Oder ein Update Aldi. geben. Also, warte, ja, stimmt, er wollte zu Aldi und da gab's die nicht. Ah ja, okay. Ich bin Ja. überrascht, dass viele solche kleinen Discounter viele vegane Sachen haben, so Eigenmarken. Queen hat Corona, sehe ich hier Ja, gerade noch. genau. Ja, Ja, das habe ich auch das komplett stimmt. ausgeblendet. Ja. Ich dachte gerade, die Band, hat die sich nicht aufgelöst, oder? Queen hat Corona, genau, Freddie Nach Mercury. AIDS jetzt auch noch Corona, ey. Genau. Hartes Leben. Ja, stimmt. Nee, sie hat wohl Corona und in Schwurblerkreisen gilt sie als tot bereits. Aber sie Naja. lebt eigentlich noch und verrichtet einfache Aufgaben und ihr geht es wohl wieder ganz gut. Die muss noch 2 Jahre durchhalten, dann ist sie der alleinherrschende Mensch mit der längsten Herrscherzeit. Echt? Ja, Louis der 16. oder wer das war, der irgendwie mit 4 auf den Thron gekommen ist, der hat aktuell den Rekord. Wenn sie noch 2 Jahre durchhält, dann ist sie das. Und Merkel knapp dahinter. Ja, kommt hin, ja. Außerdem, Tino, noch eine ganz traurige Meldung. Wir alle kennen das ja. Du hast einfach eine Ex-Frau und die verkauft deinen französischen Weingarten einen russischen Oligarchen. Man kennt es. Es ist so Naja. lästig. So passiert mit Brad Pitt und Angelina Jolie. Sie, Brangelina. genau, sie hat nämlich, vielleicht wurde sie schlecht beraten, aber sie hat diesen oder ihren Anteil von diesem Weingarten in Frankreich hat sie verkauft und jetzt hat Brad Pitt dadurch kein Verfügungsrecht mehr über seine Hälfte irgendwie. Und vielleicht hätte man stattdessen ganz Frankreich an Russland verkaufen sollen, dann wären die vielleicht, hätten sie mal die Schnauze gehalten mit ihrer Sind die nicht Ukraine. verheiratet? Nicht mehr. Ach so, Die wusste ich haben nicht, hab ich Beef. vergessen. Ach so. Das ist, du kriegst ja gar nichts mit. Das neue Dream Team ist hier Spider-Man und Zendaya. Ah, Tom Holland. Tom Holland Der und Zendaya. ist heiß. Na und sie? Den kenne ich. Ich weiß nicht, wie die aussieht. Anders als er. Ah, auch heiß. Ah, die fand ich niedlich. Ja. Ich habe bis jetzt nicht so viel von der gesehen, aber ich glaube, am Ende vom ersten Reboot Spider-Man sieht man sie und da dachte ich, oh, die ist süß. Ich weiß, dass Tom Holland sehr, sehr verpeilt ist und manchmal auch Sachen spoilert, wenn er in Interviews ist. Sympathisch. Ja, sehr sympathisch. Die Und ganze Woche. unsympathisch auch noch war Beatrix von Storch, denn die hat die Bundestagsabgeordnete Tessa Gassner nicht als Frau anerkannt, eine Transgender-Politikerin. Und sie hat die ganze Zeit über sie gesprochen als er wäre ein Mann in Frauenkleidern und so weiter. Und ich habe mich gefragt, wann kommt endlich, wird sie der nächste Harry Potter-Autor werden? Ja. Ja, hätte man schon mal formulieren können, das kam mir gerade spontan. Wie hieß die? Bellatrix Lestrange oder Beatrix so? von Storch macht den Rowling. Bellatrix Lestorch. Ja, es ist gerade eine richtig krasse Debatte in der Öffentlichkeit wegen Missgendern und so weiter. Es stimmt, Bitte, Miss und Mr. Mr. Gendern. Gendern, tut mir leid, und divers Gendern, es stimmt, dass Tessa Gassner auf dem Papier noch ein Mann ist. Das stimmt. Ja, sie hat das quasi nie offiziell gemacht. Aber man sieht auch mal wieder, dass dieser Freiheitsgedanke der AfD nur dann gilt, wenn es in ihr Weltbild passt, weil Tessa Gassner, ich muss mal nachgucken, wie Ich ihr wollte gerade sagen, Nachname das ist. dritte Mal, dass du den Namen nachguckst, riecht gut. Gassner, Tessa Gassner, sie will ja als Frau anerkannt werden. Das ist ja ihre Freiheit. Was stört denn das die Storch, dass sie eigentlich auf dem Ausweis ein Mann ist? Ja, und wenn jetzt Politiker cool wären, würde, welche Partei ist denn? Die Grünen. Die Grünen. Wenn jetzt zum Beispiel alle Grünen geschlossen die Bellatrix mal so ansprechen würden, Auch mal dann. als Frau, damit sie mal weiß, wie es ist. Damit sie mal weiß, wie es ist. Nee, mal andersrum, weißt du, und dann mal gucken, ob sie das doof findet. Er kann sie ja sagen, ich bin auch eine Frau hier im Ausweis, Tessa ist, Ja, aber Gassner ist es nicht. das ist ja egal. Ich meine einfach nur, wenn die Grünen das mal geschlossen machen würden Ach jetzt. so. Herr von Storch. Stimmt. So. Einfach nur mal gucken. Das Sonderbund. wäre halt eine coole Politikeraktion, aber immer diese stocksteife, hässliche. Das Ding ist, es gab dann auch eine Debatte im Bundestag und viele haben die dann attackiert von Storch. Dann ist Frau Gassner persönlich ans Rednerpult und hat sie ignoriert und hat ein Nein. anderes Thema angesprochen Sie ist einfach. ans Rednerpult und hat nichts gesagt. Nee, nicht über das Thema gesagt. Also. Hat einfach dann über ein anderes Thema gesprochen und Mic Drop. Das war hart. Coole Reaktion. Ja, so ein Mic Drop gab es auch von dem ukrainischen
Dings, das haben wir noch vergessen, das war, fand ich geil. Mic Drop kannst du ja bei, was war das? United Nations wahrscheinlich. Gab es vor 3, 4 Tagen gab es eine Zusammenkunft und da hat der ukrainische Botschafter gesagt, irgendwas mit Kriegsverbrecher gehen straight in die Hölle oder so. Und da man da diesen, da hat man so ein Mikrofon, so ein Penis in sein Gesicht tragen quasi, kann man ja keinen Mic Drop machen. Er stattdessen hat halt das Mikrofon so weggebatscht, so mit der Rückhand, so das. Für euch gibt es einen Platz in der Hölle. Hat Sehr, so das sehr aufs Mikro elegant. gehauen. War Sehr auch sehr elegant. gut. Und eine Ansprache aus Kenia ist viral gegangen, beziehungsweise nicht aus Kenia, das war glaube ich auch dieses Event. Der kenianische Botschafter, der hat eine richtig gute Rede dazu gehalten, dass das halt, weißt du, die durchgepeitschten Leute in Afrika, die irgendwie von irgendwelchen imperialistischen, asozialen, fernab von allem reichen Leute da zugeteilt bekommen, hier, das ist jetzt dieses Gebiet und das ist jetzt dieses. Die nehmen das halt einfach so an, weißt du, weil es einfach sowas von gestrig ist, jetzt zu sagen, ja, territoriale Ansprüche aus historischer Begründung und so. Die nehmen das halt auch hin, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist, zu sagen, ja, wir haben da drüben mal auf dem Stein Sex gehabt, den holen wir uns jetzt wieder. Eine geniale Rede. Richtig. Außerdem genial ist, guck mal, KSC gegen Schalke, 0 zu 0 in der Ach, 7. Minute. Scheiße, Warum kriege ich nein. das auf mein Handy, Alter? Halt's Maul. Was, ich weiß nicht mal, was KSC ist. Krasse Stumm. Sportgruppe oder so. Krasser Sportclub. Ja. Weg damit. Es gab noch den Sturmtief, das Sturmtief in Deutschland. Ja, das habe ich Fast verpasst. vergessen. Ja, du warst ja nicht hier, Da stimmt. war ich in Lissabon. Es war so Stimmt. geil, Alter. Ich komme wieder und dann wird das Wetter auch hier gut. Und ein Riesenskandal. Snoop Dogg kifft. Nein. Ja. Er wurde erwischt beim Super Bowl, wie er Backstage, wo er einen Joint gezogen haben soll. Das müssen Fake News sein. Sein ganzer Ruf ist ruiniert, ja. Das ist eine Hetzkampagne gegen Ja, den ich glaube armen auch. Kennst du dieses coole Bild, wo sie Werbung machen für Feuerzeuge? Da ist halt so eine Frau drauf, die sagt, four candles und dahinter Snoop Dogg and more. Das ist Finde ich witzig. großartig. Ja, Tino, jetzt haben wir eine Stunde voll. Geht man der Woche eine 9,5 oder was geht man der Woche? 9,5. Es ist nah an der 10. Also ich würde auch eigentlich eine 10 geben wollen, aber du hast recht, wir brauchen Luft nach oben. Ja. Also erst, wenn der rote Knopf gedrückt wird von Putin oder von Ja, sonst wem. was ist denn, wenn nächste Woche in Deutschland Krieg ausbricht? Dann können wir nicht sagen, uff, ja, jetzt schwierig. Da müssen wir jetzt auf 10 kommen. Da würden wir unsere Skala kaputt machen. Das Von stimmt. mir aus, wenn wir hier sitzen und da hinten am Horizont plötzlich so ein Atompilz auftaucht, dann geben wir die 11. Ja. Aber, also, come on, Ukraine, das ist ja immer noch 1000 Kilometer entfernt. Ja, geht so. Nee, es ist eine Scheißsituation. Es gab Ich auch hoffe, viele dass sie in Grafiken. irgendwie diplomatisch gelöst werden kann. Die andere Sache, die ich vorhin von noch vergessen habe zu sagen, so jetzt, weil es jetzt auch heißt, oh, Assassination gegen Putin und so. Ich weiß gar nicht, es ist jetzt natürlich wieder nur Spekulatius, aber was ist denn die Alternative zu Putin, weißt du? Also Russland an sich ist jetzt auch ohne Putin, Nawalny. na, eher nicht Nee. wahrscheinlich. Auch ohne Putin ist Russland jetzt nicht die lupenreine Demokratie. Und deswegen, weiß Aber ich nicht. er ist schon eine sehr starke Kraft und ich glaube, dass er auch sehr davon profitiert und alles dafür tut, dass es auch so bleibt, wie es ist. Das mag alles sein, ja, aber wenn halt als nächstes ein noch krasserer Gerhard Schröder, durch komm. das, Man muss ja nicht so, ja. man muss ja nicht sofort einen Engel hinsetzen, aber Gerhard Schröder ist ja Sozialdemokrat. Das könnte den deutsch-russischen Beziehungen helfen. Ja, komm. Doch. Lass Schröder aufstellen in Moskau, im Und Kreml. Merkel als Vize. Von mir aus. Ich meine, in Russland kann Merkel sagen, wir schaffen das ohne Ende, die haben so viel Platz. Wir schaffen das. Ja. Ja. Die können dann die ganzen ukrainischen Flüchtlinge aufnehmen und zack, Ah. Westukraine. Ja. Finde ich Fuck, Ostukraine. gut. Finde ich gut. Andersrum. Nee, ja. Ja. Gut. Leute, das Das war war's auf jeden schon. Fall jetzt hier die 150. Folge. Sagt uns gerne, welche Punchline euch am besten gefallen hat. Besonders die von Tino, die ich ihm kaputt gemacht habe, fand ich sehr gut. Es Oder war auch mir ein welche Fest. euch gar nicht gefallen haben. Könnt auch aufschreiben, welche ihr gemacht hättet. Ja. Was ihr euch wünscht für die nächste Jubiläumsausgabe. Ich weiß Auf halt gar Russisch. nicht, ob ich jetzt so viel mehr Gags gemacht habe, als ich sonst gemacht hätte.
Aber sie sind halt diesmal vorbereitet schon gewesen. unbewusster, doch, doch, ich glaube schon. Unbewusster auch. Ja, also dein Gasting war schon. Dankeschön. Ja. Ich fand auch deine Gags sehr, sehr lustig. Gut, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche hoffentlich, außer irgendwie alles ist verstrahlt. Ach, eins noch, Ja. Impermanence hat eine EP veröffentlicht. Ja, Ja. pünktlich. Und wie heißt sie? War. War. Ja. Und am Zack. selben Tag wie die Invasion. Ist so. Also fast. Ich glaube, einen Tag später, Nee, nee, oder? 2-2-2-2-2-2-2. Stimmt, zwar am Stimmen, du hast recht. Also es gab ja nicht zuerst diese kriegerische Auseinandersetzung, aber Ja. Donbass-Invasion war an diesem Tag. Stimmt. Gut, das ist doch ein erfreuliches Event hier. Ja. 9,5, Leute. Es wird viel passieren jetzt im Laufe der Woche. Na, ich würde mir schon wünschen, die nächste Woche wird nur so eine 8. Will ich mir auch wünschen, ne? Wird Maximal. sie nicht. Ich glaube auch nicht. Oder jetzt verhandelt Putin mit der Ukraine und sie sagen jetzt doch, ja komm, hier, nehmt einfach. Das wird jetzt wie Corona, weißt du, wenn die jetzt da 2 Jahre lang Krieg machen, irgendwann denkt man sich ja auch, ja gut, cool, weißt du, ist jetzt auch nichts Neues mehr. Wie in hier im Nahen Osten. Ja, Ja. knallt halt. Ja. Gut, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Grüße Bis gehen zum nächsten raus. Mal. Mua, mua, mua. Tschüss. Tschüss.